Freunde von schlechter Unterhaltung. Ich hoffe, diesmal gibt es keine Probleme mit der Aufnahme. Das ist jetzt mein drittes Take. Und ja, ich hoffe einfach, dass es diesmal funktioniert, weil ich einfach ultra derbe viel zu erzählen habe. Und ich keine Lust habe, das 300 Mal zu erzählen. Also es geht ja, wie ihr euch bestimmt schon denken könnt, darum, dass ich die letzten Tage keine Videos hochgeladen habe oder konnte. Gewollt haben tue ich's, aber ich konnte es einfach nicht, weil ich ja Donnerstag meine neue Leitung kriegen sollte und mein Anbieter, ich sag jetzt schon bewusst den Namen nicht, ist einfach nicht in der Lage oder war nicht in der Lage dazu, mir pünktlich am 11. September die Leitung zu schalten und den Router zu schicken. Das alles fing damit an, dass ich Donnerstag irgendwann aufgewacht bin und mich gefreut habe, dass meine neue Leitung kommt. So, ich krieg erstmal von meinen Eltern einen rein, ja, hier geht gar nichts, Telefon, Fax, Internet, nichts geht mehr. Ich ruf bei mit dem Telefon an, mit dem Handy, die sagen, ja, das ist ja komisch, ihr Router wurde nicht versteckt. Ich kann ihnen den jetzt noch nachschicken, dann würde das aber noch, würde das so ungefähr 3 bis 4 Werktage dauern. Ja, gut, ich so, nein, machen wir nicht, dann hole ich mir den lieber persönlich ab. Ich schneiden wir den. So. Ich rufe da an. Hier will das. Ich rufe da an. Sagst du, ja, ich will den Router haben. Sag mir, wo ich den abholen kann. Dann ist alles in Ordnung. Also ja. Gut, dann wow, ging ja schnell. Dann sagen wir, ja, gut. Dann ich natürlich direkt dahin. Hab den Router abgeholt. Schließen zu Hause an, schon voller Vorfreude. Bam. Ja, funktioniert nicht. Gut, ich rufe wieder an. Dann sagt der eine, ja, dann liegt das an der Leitung. Müssen wir den Anfrage an O2 schicken. Die müssen das einmal testen lassen. Ich werde schon wieder zugespammt. Und, ja, das kann bis zu einer Woche dauern. Wissen wir nicht, je nachdem, wie die Ticket wird, das normale Telekom ist. Ja, super. Ruf nochmal an und sagt der einer, ja, komisch, sie haben doch gar nicht den richtigen Router. Der ist doch gar nicht für ihr VDSL zugelassen. Das geht nicht. So, ich lasse ihnen den richtigen zukommen. Ich sag nein, den hole ich mir auch ab. Am nächsten Morgen um 7 ich dahin, lass mir den Router geben, verschwinde wieder, schließe es an, denkt so, ja, jetzt könnte es ja endlich mal funktionieren, ne? Aber nee, tut's nicht. So, ich rufe wieder an, sagt er, ja. Dann müsste das an der an dem Schaltkasten an ihrer Straße liegen, dass die Leitung einfach falsch geschaltet ist. So. Der Techniker sollte am Dienstag kommen, zwischen 8 und 10 Uhr. Ich mache mir natürlich, nehme mir da frei, gehe auch nicht zur Schule, weil ich das halt alles hinkriegen muss mit dem Schnacken oder sollte, wollte, keine Ahnung. So, rufe ich da an. Nein, ich putze deine Zähne nicht. Und, ja, ruft auf jeden Fall an. Ja, hier bei mir steht im Computer, der kommt erst am Mittwoch zwischen 8 und 14 Uhr. Komisch. So, ja, aber ihr Kollege hat gesagt zwischen 8 und 10 am Dienstag. Ja, nee, das stimmt nicht. Wir vergeben auch keine Termine für 2 Stunden. Bla, bla, bla. Ich erstmal eine Stunde am Diskutieren. Und, ja, so, dann wird er zu dem Entschluss gekommen, dass wer morgen, also Mittwoch kommt, zwischen 8 und 14 Uhr. Ich verstehe auch nicht, warum man da wirklich bei so einer Hotline anruft. Man kriegt, das größte Problem ist einfach nur, man kriegt nie den gleichen Ansprechpartner. Nie. Das ist einfach mal das größte Problem, weil jeder erzählt einem dadurch irgendwas anderes. Und das geht gar nicht. Ich finde, meiner Meinung nach geht das gar nicht. Ich würde es viel tausendmal besser finden, wenn ja jeder Kunde da ein oder irgendwie ein Mitarbeiter so um die 10 Kunden hat, die er betreut, sodass die Leute halt auch wissen, an wen sie sich wenden können und alles. Das wäre das Mindeste, was man tun könnte. Ich meine, wir haben auch so einen Premium Support Service gekauft und der soll ja angeblich so viel schneller gehen und toll sein. Und was weiß ich nicht alles. Und ich finde, bei dem Support
Ich war so dermaßen unzufrieden. Die haben teilweise, die waren erstens ultra dreist den Kunden gegenüber, also uns, mir, meinen Eltern. Und dann haben die halt auch zwischendurch immer wieder aufgelegt oder irgendwas, keine Ahnung. Jetzt, ich habe dich nicht einmal getroffen, meine Fresse. Haben die auch wirklich mitten im Gespräch aufgelegt. Ich habe halt gerade mit denen geschnackt. Na ja, gut, und dann legt er auf. Oder auch in der Warteschlange. So, Wahnsinn, hörte kurz. Kommt wieder dieses behinderte Lied. Und auf einmal, nach 5 Minuten Warteschlange, wird einfach aufgelegt. Das ist so dreist. Also, ich meine, wozu bezahlt man denn dieses Geld für diesen Premium-Service-Hotline? Wenn man eh nicht, oder wenn man eh wie jeder andere auch behandelt wird, das geht gar nicht. Da kann man sich das Geld auch sparen und irgendwo anders reinschieben, keine Ahnung. Das ist total behindert. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt behindert oder scheiße oder kacke oder behindert oder irgendwas gesagt habe. Aber ganz ehrlich, deswegen konnte ich eine Woche lang kein Video machen. Ich konnte nichts hochladen, ich habe alles per Handy gemacht, mein Internet oder mein Datenvolumen nach 2 Tagen aufgebraucht, meinen kompletten 750. Und ich finde, ja, als so großer Anbieter sollte man schon in der Lage sein, so eine Internetleitung innerhalb von 24 Stunden hinzukriegen. Es kann doch nicht so schwer sein, sich um einen Kunden wirklich ausgiebig zu befassen. Ich meine, die haben da so viele Leute in ihrem Scheiß. Callcenter, das ist unglaublich. Ich würde da, am liebsten wäre ich da hingefahren und hätte die komplette Bude abgefackelt, ey, mit allen, jedem einzelnen Mitarbeiter. Moment, ich trinke kurz was. Mal so, wie die mit einem umgehen, haben die das eigentlich, das ist das Mindeste, was sie verdient haben. Ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es mir jetzt auch schon 3-mal erzählt, aber die Aufnahme ist ja nie was geworden. Und ja, ich verstehe einfach nicht, wie ein so großes Unternehmen so inkompetent sein kann. Erst die falsche Box, dann die richtige, dann geht's immer noch nicht, dann wird daran liegen. Jeder erzählt einem irgendwas anderes. Das ist voll, das geht einfach nicht. Also, meiner Meinung nach geht das nicht. Weil, ja, ich meine, wenn so Leute wie meine Eltern da ankommen und die keine Ahnung von irgendwas haben, ich meine, die werden doch total oder hundertprozentig übers Ohr gezogen. Weil die halt einfach keine Ahnung haben von dem, was da erzählt wird oder die ganzen Abkürzungen oder so. Ich meine, die haben so kompliziert gesprochen teilweise. Ich habe irgendwie alles verstanden, ich musste auch öfter nachfragen und das finde ich auch völlig völlig nicht in Ordnung, also das war völlig scheiße, dass die halt einfach auch keine Rücksicht auf irgendwelche Menschen, die nicht so viel Ahnung davon haben, genommen haben. Die haben einfach losgeredet, man konnte die auch nicht unterbrechen, die haben einfach immer weiter geredet. Die haben, keine Ahnung, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich werde jetzt auch nichts mehr ein, weil das einfach nur. Ja, kleine Goldachs, genau. Ja. Lol, kommt der hin? Wo kommt der denn her? Wo kommt der her? Wo kommt der her? Ja, auf einmal. Wo kam denn auf einmal der. Er bleibt in der Luft stehen, auf einmal ist ein zweiter. Wow. Wow. Kartoffelsalat, Alter. Ja, das ist jetzt auch meine dritte Aufnahme, nichts funktioniert, ich war halt die Zeit auch gar nicht am Computer und wie man Windows halt kennt, wenn man eine Zeit lang nicht am Computer ist, stellen wir einfach mal ein paar Einstellungen um, ne, bei meinem Video oder bei meinem Audio Aufnahmeprogramm. Ich benutze ja Audacity, hat sich das einfach mal so auf umgestellt, dass es nur auf Pegel aufnimmt, also ich habe auf Aufnahme gedrückt und dann hat er wirklich nur aufgenommen, wenn ich geredet habe, das heißt, ich hätte durchgängig reden müssen, um eine komplette Aufnahmezeit zu kriegen zu können und das ist doch für einen Menschen teilweise auch unmöglich. Deswegen habe ich jetzt erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um das wieder umzustellen. Ich habe erstmal 3 Aufnahmen gebraucht, um das überhaupt zu checken, dass das nicht funktioniert. Also dass das der Grund war.
Nee, nur Probleme hier. Nichts läuft so, wie man es sich vorstellt. Vorhin hatte ich auch so zwei richtig gute Runden, die konnte ich jetzt natürlich nicht nehmen. Weil. Ja. Der Ton mitgespielt hat. Animo Play, das habe ich noch nie gehört. Aber viele kennen einen Channel auf YouTube. Unicorn Fist. Also alle, die League of Legends spielen, wissen, dass Fist ein kleiner Fisch ist. Ein Unicorn Fist. Ein Einhornfisch. So eine kranke Idee muss man erstmal kommen. Wo ist Izzy Frogcraft? Na, wo ist die? Unicorn Fist, so sieht der. Ja. Sieht auch aus wie ein Fisch. Wieep, wieep, wieep. Mann, ich bin auch teilweise echt durchgedreht, Mann. Ich bin zwar viel an die frische Luft gekommen, aber ja, mich hat halt auch gern aufgeregt, dass ich nichts machen kann. Oder konnte. Ich konnte nicht keine Videos hochladen, was ich gern gemacht hätte. Alles. Also es hat mich immer alles so ein bisschen zurückgeworfen, aber ich habe auf jeden Fall nicht vor aufzuhören. Steckt schon wieder. Also ich will auf jeden Fall weitermachen mit YouTube. Ich will auch weiter versuchen hier ein bisschen was zu werden. Also ist auf jeden Fall mein Ziel und ich werde es auf jeden Fall weiter vor meinem Auge haben. Also ich werde das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Weil es mir auch unglaublich Spaß bringt, eigentlich, wenn nicht immer diese Probleme wären. Ich habe noch nicht mit ihm. Kopf die Bitch weg. So, also, das war eigentlich alles, was ich erzählen wollte. Ein kleines Infovideo halt. Wow. So. Die Bildschläge. Vor eben konnte ich auch durchgängig reden, weil ich so viel zu erzählen hatte über diese Scheiße, aber mittlerweile habe ich gar keinen Bock mehr darüber zu reden, weil mich das so abfuckt. Ich verstehe einfach nur nicht, wie man so inkompetent sein kann. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich war noch nie so unzufrieden mit einem Kundenservice wie mit dem Unternehmen. Unglaublich. Ich verstehe auch nicht, wo das einfach das Problem ist mit dem. Egal. Ich könnte ja jetzt noch eine Stunde weiterreden, aber das würde, glaube ich, letztendlich keinen Unterschied machen. Es ist ein Drecksverein. Die werden es auch bleiben. Ich werde da nichts dran ändern können, außer dass ich meine Verträge da kündige. Aber was macht schon ein kleiner Fisch in dem Teich? Du musst irgendwer den mal so richtig auf die Fresse hauen, damit die merken, ach scheiße, wir sind ja doch nicht so toll, wie wir eigentlich sein dachten, dass wir wären. Aber naja. Was kommt meistens nicht. Ich hoffe jetzt einfach nur auf eine gute Runde Minecraft. Mit meiner neuen Leitung. Mit guten Leitungen. Und ich hoffe einfach, dass das Internet jetzt stabil und gut läuft. Und ich keine Probleme mehr haben werde. Wenn es einmal funktioniert, funktioniert es ja meistens auch. Das ist die Hauptsache. Und gestern hatten wir dann auch noch einen Stromausfall in der kompletten Stadt. Wo ich nicht weiß, warum. Das kam auch noch dazu. Der Techniker sollte kommen, Stromausfall. Also die letzten Tage haben wir uns richtig gequält. Ja, egal. Ich habe auch keine Lust mehr, jetzt immer durchgängig darüber zu reden. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt Verständnis für meinen, oder für, nicht, das war endlich mal meine Schuld, aber für dieses Scheiße, was passiert ist. Und ciao.
schaue trotzdem weiterhin meine Videos an. Wenn das der Fall ist, dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schlechte Unterhaltung, Eiskaffee und Kartoffelpüree. Tschüss. Hallo Freunde der Kartoffelliebhaber. Auf der linken Seite findet ihr mein letztes Video. Das war jetzt einfach nur ein Infovideo, warum die letzten Tage kein Video gekommen ist. Und ja, ich wünsche euch noch alles Gute, bis zum nächsten Mal.